Links. Ja, das musste ja sein. So. Achso, ich muss ja schon wieder erst einmal weinen da mit dem Wasser. Und was muss ich hier machen? Rote Banditten, 10 Stück. Sag ich mal einfach nein? Trau mich fast nicht, aber egal. Komm. Jetzt müsst ihr aber mal sterben. Oh oh. Das ist nicht gut, was ich da jetzt gemacht habe. Glaube ich. Aber mein Nocturne hat mich gerade geheilt, das habe ich gesehen. Komm, du tust mich mal heilen. Da drüben. Gut. Jetzt die Energierückgewinnung, das merkt man dann schon, dass die fehlt. Aber was soll's? So, 7, da ist doch die Nummer 8. Und da ist die Nummer 9. Ach, da bist du an den falschen gemacht. Na egal. Gut. 10 von 10. Dann geben wir das da wieder ab bei dem Dings da. Das sieht doch jetzt schon gut aus hier, so mit den ganzen grünen Dingern. Geh weg. Ja, war klar. So, abschließen. Das hätten wir. Truhe des Rekruten. Auspacken gleich. Vielleicht gibt's was Schönes. Haha. Mit Geschick habe ich das gebraucht, anscheinend, ja. Ja. Okay. Dann. Die nächste Stele. Weiterreisen. Machen wir jetzt alle durch und dann gehen wir ab. Wo ist sie in etwa? Naja. Okay. Muse habe ich gehört, das total wichtig ist. Aber irgendwie Abklingzeiten senken. Na gut, das ist halt für das da schon verdammt gut, ne? Wenn da die Abklingzeiten weg wären. Die Wettkampfinsel. Das zeige ich euch auch, ja, okay. Ja, das will ich euch auch zeigen. Ja, dann machen wir das mal zuerst. Fliegen wir mal zur Wettkampfinsel. Und zwar gibt's in Allerz das sogenannte Goblin-Fußball, oder wie das heißt, oder? Goblin-Ball. Also eine Art Fußball. Nur mit kleinen Goblins, die man durch die Gegend schießt. Ist ganz witzig, wir haben das mal ausgetestet auch mal. Naja, aber es hat halt irgendwie die Problematik, dass das kein Mensch spielt. Also da ist nie jemand. Sprich, ihr müsst euch halt vorher eure Gruppe zusammenstellen mit Leuten, die da mal Lust drauf haben oder so. Wir haben mal ein kleines Turnier gemacht, das war spaßig, ist ein wenig, wenn ein Leck dabei ist, ne? Ein wenig eigenartig zu spielen, aber ist schon witzig. Ich kann es jetzt halt nicht zeigen, weil ich bin nur allein. Wobei, ich kann mal gucken, vielleicht kann man da irgendwie alleine rein. Glaub's aber nicht. Wird man in der Gruppe sein müssen.
So, das ist die Wettkampfinsel mit einer Arena. Keine Ahnung, ob es da was verändert haben. Ich glaube es fast nicht, ne? Sieht's hier. Ist auf jeden Fall eine sehr witzige Idee, da kann man nichts sagen. Die ist wirklich witzig. Sind wir angekommen. Da steht schon der erste Goblin-Ball-Fan. Das ist hier, müsste hier eine No-PvP-Zone sein. Ich weiß aber gar nicht, ob es die gleiche Insel für Imps und Liga ist. Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Wenn er das spielt, dann kriegt er auf jeden Fall hinterher, wenn er gewonnen hat, glaube ich, kriegt er so einen Ball im Inventar. Den können wir dann irgendwo auspacken. Und das ist dann schon ganz witzig, wenn man mal mitten in einer großen Ini drin steht. Oder DC, was mit 24 Leuten, dann packst du einfach mal den Ball aus und spitzt da mal eine Runde. Ein Goblin-Ball spielt. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie machen können. Ja, möchte ich. Ah ja, okay, jetzt bin ich drin. Ich meine, ich kann jetzt nicht spinnen, aber man sieht da unten schon Y, da kann ich mal einen kleinen Sprint machen. Ne? Mit X kann ich Spiel starten, weil ich bin der Spielleiter. Und Spieler einwechseln kann ich. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir das wirklich starten können. Ach, das macht ja keinen Sinn, ne? Ist eine Rakete hochgefeuert worden? Gut, gibt jetzt keinen Ball anscheinend, weil halt keine Gegner da sind. Aber die Fans, wie es alle, da schauen wir mal an, wie es alle da stehen, die Fans. Wahnsinn. Ne, wie sie begeistert sind. Diesem Schlachtfeld hier. Und das Ziel ist natürlich dann, wie im Fußball, einfach den Ball rüberzukicken. Und du hast dann halt unten lauter Fähigkeiten. Gut, aber das, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Was bin ich da als Spieler des blauen Teams. Captain. Vorbereitungszeit. Na, egal. Vielleicht hätte ich auch einfach nur warten müssen, aber jetzt habe ich keine Lust. Gehen wir wieder zurück. Oh, ich sattel mal schnell auf. Wie aufsatteln ist nicht möglich. Das noch nie gehabt. Da freie Insel. Wie kann man da nicht aufsatteln können? So, nachdem ich heute Morgen schon wieder so ein leckeres Baguette gegessen habe, habe ich mir gedacht, ich teile euch jetzt einfach mal bildungstechnisch ein neues Rezept mit, das ihr vielleicht so jetzt noch nicht gemacht habt. Schnappt euch eine Baguette-Scheibe. Auf die Unterseite Kräuterbutter, auf die Oberseite Mayonnaise, beide Seiten mit Pizzagewürz bestreuen, auf die Unterseite Schinken und Salami drauflegen, dann Gurkenscheiben, stinknormale Salatgurken und Tomatenscheiben, auf die Oberseite Zwiebeln und Paprika und dann Käse drüber, Emmentaler im Idealfall. Das Ganze in den Backofen, bis der Käse zerlaufen ist, und zwar ganz, also wenn ihr Oberhitze habt, oben, unten drunter, reinschieben, bis der Käse zerlaufen ist. Zwei Blättle Salat gepackt, dazwischen geschmissen und essen. Das ist ein Originalrezept noch von einem Bistro, in dem ich mal gearbeitet habe. Und es schmeckt fantastisch gut, diese Kombination aus Pizzagewürz, Mayo, Knoblauchbutter und so weiter. Ich meine, jeder hat ja da so Baguettes. Ja, da gibt es ja tausende verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde immer, selbst wenn eine Zutat fehlt oder eine neue dabei ist, da schmeckt es wieder total anders. Ich bin da, was auch nicht, Baguettes, ich liebe Baguettes. Ah, toll. Aber das Rezept, das habe ich jahrelang immer selber eben jeden Tag zubereiten müssen. Und deswegen, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Rezept in Anführungsstrichen natürlich, weil eine Belegeart wäre vielleicht richtiger ausgedrückt. So, genug wieder geplaudert. Suchen wir mal da die Dings da. Sagt die Gilde? WB und Re, okay. Da ist es. Okay, hier. Dann tun wir das mal mit Wasser beträufeln, hä? Und dann erscheinst du. Dich mach ich kaputt. Tiche! Also, Tiche, das gebe ich mal wieder da ein, gleich. Tiger, weil sie sind hier ein wenig verstreut. So, der erste ist schon zur Auswahl da. Kommt denn jetzt der Hengst? Richtig aus, wir sind irgendwie. Komm, geh weg. So, nächster. Oh, da sind ja einige. Ey, ihr sollt euch nicht gegen so aggressiver Tiger. So aggressiver Tiger ist was anderes wie der kubanische. Kubianische. Weiß man nicht. Anscheinend, okay. So, wie mache ich denn das jetzt bei dir so, hä? Da hinten. Da wird jetzt der Vorteil dieses Dings hier richtig deutlich, ne? Also, PvP, ganz klar, da ist es natürlich super, wenn man sieht, dass einer in der Nähe ist und so weiter. Und wenn man über die Liste direkt den, was weiß ich, Psioniker rausgreifen kann. Aber hier beim Questen ist es auch eine unheimliche Erleichterung. Wenn einmal Mobs eben nicht so häufig da sind oder verstreut oder. Kleiner Nächste, also, geh her. Na, spawnen sie hier aber wie am Fließband. Ich hab das Gefühl, dieses Nocturne, das halt noch nicht so häufig. Wo ist der nächste, der mir ange. Hier. Komm. Ja, geh einfach kaputt. Ist schon wieder an. Das ist ja eine Brutstätte hier. Die reinste Brutstätte. Also, komm, du noch. Oder hab ich schon? Ich hab jetzt gar nicht geschaut. Ja, ich habe ja schon. Okay. Na dann, ab zurück. Braucht man nicht unnötig machen. Weil grinden kann ich auch alleine. Da brauche ich. Das brauche ich euch nicht zeigen und dann wieder 1 GB oder 5 GB an Daten hochladen. Ne? So spannend ist das ja dann wirklich nicht. So, abschließen. Gut, das hätten wir. Jetzt hat sich das doch wieder gelichtet erst einmal. Jetzt geben wir mal wieder ab. Das ist doch wunderbar. Schau mal, der aggressive Tiger da schon wieder. Das machen wir jetzt wieder raus. Sonst tut er mir die ganze Zeit irgendwas auswählen. Oh na, so ein Kälbchen. Na, du Kleine. Ganz allein hier, keine Mama. Oh, ich muss sie auch noch irgendwann vernichten. Das weiß ich schon. Oho. Oho. Ist das jetzt besser? Jetzt muss ich mal gucken nochmal. Naja.
schon, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Wir messen mal. War zwar ein wenig mehr Gewandtheit, aber dafür habe ich jetzt ein wenig mehr Stärke. Oder bin ich jetzt blöd? Ja, passt schon. Gut, wo reite ich gerade da? Bin ich schon richtig, okay. Warum habe ich das bei dir eigentlich nicht annehmen dürfen? Achso, die alten Schätze. Gut. Wie viel Ruf haben wir schon? Oh, ist ja schon mal nicht wenig. Der Wunsch erfülle. Oh, jetzt bräuchte ich dann die Freunde. Die Freunde. Aber das ist mir gestern schon klar geworden, die habe ich anscheinend doch nicht. Einmal im Gildenchat geschrieben, oh, hallo, ich brauche dann bald Freunde. Die ersten gleich, ja, oh, ich muss jetzt offline. Ach, das tut mir jetzt aber leid. So, Etza. Prospektoren, okay. Nashörner, was gibt denn da Schönes? Aha. Kulminierte Erzeugnisse nehme ich wieder an. 10.650. Jetzt, ich bin jetzt interessiert, ob ich jetzt hier bei dem Grünen. Kann man mit 10.000? War das früher nicht immer 15.000? Ich bin mir da ziemlich sicher. Also, es verwundert mich jetzt total. Was gab's hier? Stärke statt Glück schon wieder. Okay. Was hast denn du mir zu bieten? Hast du irgendwas zu bieten, was besser ist? Ja, könnte ich nehmen, ne? Ringe. Bisschen besser. Aber das wirft mir jetzt halt alles dann durcheinander, ne? Aber ist egal. Also, wird jetzt alles wieder erworben, so wie ich das immer mache. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Noch nicht lange rum. Nur jetzt einfach ausgetauscht und dann hoffe ich drauf, dass es wieder irgendwie zusammenpasst. Und jetzt habe ich ja Pech gehabt. Gut. Und Etza, was habe ich? 44 Glück, passt. Passt. Absolut in Ordnung. Gut. Sehr schön. Ja, das ist doch in Ordnung. Also, Handel. Verkaufen wir gleich wieder den ganzen Mist. So. Einfach nicht lange überlegen, einfach machen, manchmal. Okay, noch was? Das da. Will ich das auch schon loswerden? Ach komm, was soll's. Du warst der Historiker, na, von dir will ich keine Quests. Okay, und ihr habt jetzt nichts mehr Neues? Nein. Da war doch einmal noch eine. Du hast auch noch keine. Okay. Na, das war's jetzt auch. Da muss ich irgendwie hier dran vorbei. Okay, und Nashornfelle muss ich ja sammeln. Dann komm du doch gleich mal her. Klar. Ich mache jetzt blöde Nocturne wieder weg. Das frisst mir zu viel Energie. So, 2 von 10 Nashornbullen. Ich komme schon gleich wieder. Erst mal schnell die Quest abgeben. Jetzt. Aha.
Okay. Nashorn und Bullen. Da ist ein Bulle. Mit Kalb daneben. Okay.